Mein Name ist Briot und wenn du Bock hast, dein Vermögen in die Elder Scrolls Online zu steigern, ist genau das hier das richtige Video für dich. Ich werde dir heute drei Methoden zeigen, wie du ganz einfach dein Goldeinkommen in die Elder Scrolls Online passiv und aktiv erhöhen kannst. Dafür brauchen wir keine komischen Tricks, das sind keine Standardmethoden, das sind Methoden, die ich auch wirklich selber benutze. Das heißt, dadurch könnt ihr schon eine Menge Kohle machen. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos von die Elder Scrolls Online, Builds oder kurze Shorts, dann bleibt gerne dabei, abonniert diesen Kanal und dann legen wir direkt mal los mit der ersten Methode. Dafür sind wir hier einmal ins wunderschöne Dolchsturz gereist nach Glenumbra und befinden uns jetzt hier bei den Gladiatorenquartieren. Und zwar brauchen wir hier nämlich die Schlachtfeldversorgerin. Die junge Dame hier verkauft nämlich Dämmerprismen. Dämmerprismen könnt ihr im Gildenshop für 10.000 bis 20.000 verkaufen, je nachdem wie der Markt im Moment steht. Und das kauft ihr über Allianzpunkte, das heißt eine coole Methode, Allianzpunkte in Gold zu verwandeln. Wie generiert ihr diese Allianzpunkte? Das ist ganz schön einfach. Das geht auch gut passiv, indem ihr nämlich ganz normal hier einfach Schlachtfelder spielt. Da bekommt ihr so zwischen 10.000 und 20.000 Allianzpunkte pro Runde, je nachdem ob ihr gewinnt oder verliert. Und das ist wirklich eine super einfache Methode, diese zu generieren und in Gold dann zu verwandeln. Natürlich könnt ihr das Ganze auch hier über Allianzkriege bekommen, die sind aber um einiges schwieriger. Das heißt, relativ früh im Game würde ich euch das hier noch nicht empfehlen. Klar, ohne CP oder bis Stufe 50 könnt ihr das Ganze auch spielen. Aber für mich sind auf jeden Fall hier die Schlachtfelder the way to go. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir einmal hier mit dieser Dame reden. Kaufen von uns die ein oder anderen Dämmerprismen. Haben die jetzt in unserem Inventar. Und können die dann gleich mal verkaufen gehen. So, um nun diese Dämmerprismen verkaufen zu können, müssen wir einmal zur Bank gehen. Mit der Dame hier reden. Natürlich in einem unserer Gilden, im Gildenladen, können wir das dann verkaufen. Ich habe hier ein paar Gilden drin und relativ gute Handelsgilden. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal auf diese Gilde hier. Dann können wir hier in der Auflistung sehen, was ich alles hier genau verkaufe. Hier könnt ihr auch die Preise sehen, für die ich schon Dämmerprismen reingestellt habe. Dann teilen wir die ganzen mal auf, weil die meisten Leute brauchen nur ein bis zwei. Wir stellen hier den Preis fest. Auf 14.000 mache ich jetzt mal den Preis. Zack, rein. Wir zahlen eine kleine Gebühr. Das heißt, Gebühr zum Reinstellen und sobald wir verkauft haben, kriegt dann das Haus auch noch was oben drauf. Also sehr, sehr entspannt. Dann können wir hier die 2 reinmachen. Die machen wir jetzt mal für 28.000 rein und innerhalb von 24, 48 Stunden sind dann die Dämmerprismen meistens, zumindest für den Preis von 14.000, verkauft. Also könnt ihr ziemlich schnell ziemlich viel Kohle machen. So, kommen wir zur zweiten, etwas zeitaufwendigeren Methode. Und zwar müssen wir da einmal dafür nach Karkstein reisen. In Karkstein müssen wir dann verschiedene Vorkommen, wie zum Beispiel hier Rubinesche, Eisenerz, Flöß und so weiter abbauen, um letztendlich dann die Nierenkruxe herauszubekommen. Nierenkruxe kann man für 6 bis 30, 40.000 verkaufen, das heißt, es ist schon geisteskrank, also pro Stück, muss man sich mal vorstellen. Starres Nierenkrux kann man dabei etwas teurer verkaufen, ab 30.000 und ja, das feste Nierenkrux kann man dann von 6 bis 10.000 verkaufen, je nachdem, wie der Wert steht. Das Problem an der Methode ist, dass es sehr, sehr viele Spieler hier machen. Und zwar, weil Nierenkrux benötigen wir, um unsere Waffen zu verbessern. Das heißt, wir können unsere Waffen darauf verbessern und haben dann mehr Schaden. Rüstungen können wir damit verbessern. Und das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, das Ganze dann zu sammeln. Und natürlich bringt es auch eine Menge Kohle ein. Das heißt, hier sind immer mal wieder Spieler unterwegs, die ganzen Vorkommen hier abbauen. Das heißt, wir müssen auch schon Glück haben, eine gute Zeit erwischen, um hier zu sein. Wir bauen jetzt das Ganze mal ab und schauen mal, ob sich hier ein Nierenkrux drin befindet. Natürlich, perfekt. Erster Versuch, schon direkt gefunden, festes Nierenkrux. Es sind jetzt schon mal 6.000, die wir hiermit generiert haben. Also das war schon echt geisteskrankes Glück. Normalerweise braucht man so, ich würde sagen, 20 bis 100 von diesen Vorkommen. Jetzt war es natürlich das erste. Ist ein super, super Beispiel gerade gewesen. Und wie ihr seht, kann man dadurch auf jeden Fall schon relativ gut Geld verdienen. Ich werde das Ganze jetzt auch mal reinstellen und dann sehen wir uns in der Bank wieder. So, kommen wir mal zur dritten Methode, der einzigen Methode dieses Videos, wo ihr etwas Eigenkapital braucht. Und zwar werdet ihr erstmal die anderen Methoden machen, um gutes Vermögen aufgebaut zu haben. Und dann könnt ihr hier mit Reinvestments wieder mehr draus machen. Und zwar ist diese Methode daraus bestehend, dass wir bestimmte Häuser kaufen, bestimmte Häuser mit bestimmten Gegenständen, die da schon automatisch drin sind. Das heißt, wir können einfach das Haus kaufen und dann sind die Gegenstände schon drin. Ich werde euch mal eine Liste von weiteren Häusern reinpacken. Jetzt aber erstmal das Haus, mit dem ich es auf jeden Fall schon gemacht habe. Und zwar mit dem Haus in den Steinfällen in Kragenmoor. Und zwar das Kragenheim. Da gehen wir einmal rein.
Es gibt hier Gegenstände in den Häusern, die nicht craftbar sind. Das heißt, ihr könnt die Gegenstände nur erhalten, indem ihr so ein Haus kauft. 60.000 ist erstmal das billigste Haus, wo man das mitmachen kann. Aber da könnt ihr auf jeden Fall schon eine Menge Kohle mit rausholen. Apropos Kohle, und zwar es ist das Kohlenbett, das hier in der Mitte normalerweise steht. Ich habe es ja natürlich jetzt schon rausgenommen, aber es ist eine kleine Feuer, das viereckig ist, was hier in der Mitte liegt. Es ist sehr, sehr cool, sieht auch nice aus, es ist sehr begehrt und könnt ihr für 200.000 verkaufen. Das heißt, ihr macht 140.000 Gewinn, Minimum. Das heißt, ihr könnt natürlich auch für 250 verkaufen, aber da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit eher geringer, dass das Leute kaufen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, stellt das für 199.999 rein. So habt ihr auf jeden Fall die guten Pennypreise und das sollte auf jeden Fall gut funktionieren. Ich zeige es euch jetzt einfach mal in der Bank. Und dann sehen wir uns dort auch gleich wieder. So, hier haben wir dann noch das gute Stück, der dunkelelfische Kohlenbett. Und das können wir hier ganz einfach, wie Wie alle kann ich anderen euch helfen? Gegenstände, auch in der Gilden, im Gildenladen hier verkaufen. Dafür suchen wir uns natürlich mal eine gute Gilde aus. Gehen wir hier rein, gucken hier mal in der Auflistung. Hier habe ich noch nicht so viel drin. Dann gehen wir hier einmal aufs dunkelelfische Kohlenbett, drücken drauf und können das Ganze dann für 199.999 anbieten. Und das sollte auch dann relativ schnell verkauft werden. Ich würde mal sagen, so eine Woche maximal, und habt ihr 200.000 gemacht, 140.000 Gewinn und ist echt schon klasse. Und ja, also wirklich eine super, super gute Methode, wenn ihr natürlich schon vorher Geld verdient habt. So, und das waren sie dann auch, die drei besten Methoden, um in Elder Scrolls Online Geld zu verdienen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne weitere Methoden in die Kommentare und bis dahin, ciao, ciao.